hier aus der Bretagne und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video dreht sich rund um diesen Mähroboter, den Momotion Luba 2 AWD, ein Hightech-Mähroboter mit Allrad. Die Situation ist die, dass wir absolut keine Erfahrung im Bereich Mähroboter haben. Das ist also absolutes Neuland für uns und genau das ist der Knackpunkt in diesem Video. Wie kompliziert ist das Ganze, so ein Gerät einzurichten und bekommen wir zwei es ohne Vorerfahrung hin, dass dieses Gerät unseren Rasen schneidet? Wir stellen euch das Gerät natürlich auch ausgiebig vor, nennen Zahlen, Daten, Fakten und schauen mal, ob dieses Gerät mit unserem Garten hier überfordert ist oder ob es ein Kinderspiel ist. Also los geht's! Worum handelt es sich bei dem Momotion Luba 2? Der Luba 2 ist der Nachfolger des Luba 1, es handelt sich also um eine verbesserte Version. Der Luba 2 funktioniert ohne Begrenzungsdraht, es muss also kein Kabel rund um das Grundstück gelegt werden, was Zeit und Aufwand spart. Stattdessen besitzt der Mähroboter ein RTK-Satellitensystem und eine visuelle Erkennung, was in Kombination eine zentimetergenaue Positionierung gewährleistet. Es gibt drei Varianten des Luba 2, eine 1000er Variante, eine 3000er Variante und eine 5000er Variante, was jeweils auf die maximale Größe der Mähfläche hinweist. Bei unserem Modell handelt es sich um das 3000er Modell. Der Luba 2 kann Steigungen bis 80% bewältigen, hat ein intelligentes Hinderniserkennungssystem, riesige 400 mm Schnittbreite und als einziges Modell auf dem Markt Allrad. Dieser Mähroboter ist bestens für schwierige Verhältnisse geeignet und hebt sich ganz klar von der Konkurrenz ab. Bevor man anfangen kann zu mähen, muss man noch zwei Sachen montieren. Das ist einmal hier diese visuelle Erkennung und vorne diesen Bumper. Dazu muss man jetzt erstmal diese Klappe hier einmal abschrauben. Übrigens ist dieser Schraubenzieher auch Teil des Lieferumfangs. So, jetzt kommt die Kamera da drauf montiert. Wie die verbunden werden muss, sollte klar sein. Weißer Stecker mit weißem Stecker, schwarzer Stecker auf schwarzer Stecker. Und dann, und dann wird das Ganze wieder festgeschraubt. Als nächstes muss noch dieser Bumper hier montiert werden. Dazu muss dieses Kabel hier eingesteckt werden. Und dann wird der Bumper vorne reingesteckt. Und anschließend mit zwei kleinen Schräubchen von hier oben noch festgeschraubt. Dann kann jetzt auch hier dieser Sticker entfernt werden. Und das Gerät kann eingeschaltet werden. Hier vorne drin erscheint dann auch so ein Symbol und vorne leuchtet eine grüne LED. Also lediglich diese zwei Teile müssen montiert werden. Eine wichtige Sache hatten wir noch vergessen. Vor der Inbetriebnahme muss noch dieser orangene sogenannte Schlüssel in das Schlüsselloch gesteckt werden. Ohne den funktioniert es nicht. Dann geht es nach draußen, um die Ladestation aufzubauen und das RTK-Modul zu montieren, mit dem der Mähroboter gesteuert wird. Man kann dieses Modul ganz einfach mit den mitgelieferten Stangen neben der Ladestation aufbauen. Dazu ist alles dabei, was man braucht. In unserem Fall haben wir aber eine zusätzliche Wandhalterung. Die gehört jedoch nicht zum normalen Lieferumfang und muss extra gekauft werden, ist aber wie gesagt nur optional. Der Hersteller hat schriftliche Anleitungen, wie das Modul montiert werden muss. Es gibt aber auch auf dem Momotion Tech YouTube-Kanal Videos dazu. Wichtig ist, dass dieses Modul bestmögliche Sicht in den Himmel hat und in den Garten, weil es eben mit den Satelliten im Himmel und dem Mähroboter in Verbindung steht. Wie man jetzt sehen kann, hat unser RTK-Referenzmodul gar nicht die perfekte Position, weil einfach das Dach hinten im Weg ist. Ob das allerdings irgendeinen Einfluss auf den Betrieb des Mähroboters hat, das sehen wir dann im Laufe des Videos. Zur Ladestation gibt es noch zu sagen, dass sie auf einem möglichst ebenen Untergrund gestellt werden muss. Im Lieferumfang sind solche Erdschrauben mit dabei, mit denen kann man die Ladestation dann im Boden verankern. Die Maschine und auch diese Ladestation, die sind wassergeschützt nach IPX6. Was übrigens so viel bedeutet, dass Maschine und Ladestation gegen starkes Strahlwasser geschützt sind und sogar vor dem Eindringen von Wasser bei kurzzeitigem Untertauchen. Dennoch gibt es dieses Zubehörteil hier. Das ist nicht Teil des normalen Lieferumfangs. Das kann man jetzt hier noch montieren und das schützt den Mähroboter einfach nochmal besser gegen Regen und gegen Sonnenstrahlen. Da wir hier ja sehr viel Regen haben in der Bretagne, haben wir dieses Teil eben dazu bekommen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Das Ganze ist auch so wasserdicht. Das werden wir jetzt mal montieren. Das ist denkbar einfach. Es wird einfach nur hier drüber gesteckt.
So, und dann von hinten festgeschraubt. Und schon hat man eine schöne Garage für seinen Mähroboter. Nachdem der Roboter mit seinem Bumper und mit seinem Erkennungssystem ausgestattet wurde, das RTK-Modul montiert ist und die Ladestation aufgebaut ist, kann man sich die Mowmotion-App laden. Die findet man unter, wen wundert's, Mowmotion. Man lädt sich also die App runter, folgt den Schritten ganz einfach und dann kann man eine Verbindung zu seinem Roboter herstellen. Und wenn man dann eine Verbindung hergestellt hat, dann kann man den Roboter über sein Smartphone steuern. Das sieht dann so aus. Wenn man die App dann eingerichtet hat, dann sieht das Ganze so aus. Man drückt auf Karte öffnen, dann erscheint unten Bereich. Da klicke ich drauf und jetzt wird man dazu aufgefordert, einmal an der Grundstücksgrenze entlang zu fahren. Ich drücke Start und jetzt kann ich mit dem Handy den Mähroboter einmal an der Grundstücksgrenze entlang steuern. Task Area Planning. Andere Mähroboter verwenden eine Technik, bei der man einen Begrenzungsdraht rund um sein Grundstück verlegen muss. Das ist bei dem Mowmotion Luba jedoch nicht der Fall, der setzt eben auf eine andere Technik. Das erleichtert die Anwendung und ist flexibler, da jederzeit anpassbar, anders als bei einem Draht. Man sollte natürlich darauf achten, dass nicht großartig Laub oder Äste auf der Strecke liegen, also sowas natürlich entfernen. Auch sollte man ca. 15 cm Abstand zu einer Mauer, einem Zaun oder einem Graben lassen. Wenn man aber jetzt einen ebenen Übergang von Rasenfläche zu Terrasse oder sonst was hat, kann man mit dem Mähroboter auch zur Hälfte über diese Fläche fahren und muss dann keinen Abstand einhalten, also bleibt dann auch garantiert kein Streifen Rasen übrig. Jetzt haben wir uns gerade verfahren, aber das ist nicht weiter schlimm. Auf dem Bildschirm ist so ein kleines Radiergummi und man kann dann da draufklicken und man fährt den Roboter dann einfach an die Stelle zurück, ab dem Punkt, wo man die Position ändern möchte. Hier sehen wir jetzt unsere abgefahrene Rasenfläche und gleichzeitig zeigt er mir jetzt an, niedriger Batteriestand, 13%. Dann versuchen wir doch jetzt mal, den Roboter in seine Homestation zu fahren. Dazu muss man diesen Home-Button drücken. Und Start. Start recharging. Auf dem Weg zur Ladestation liegt ein kleines Hindernis. Die Äste hatten wir noch nicht weggeräumt und jetzt können wir mal schauen, wie der Luba diese Situation meistert. Er hat jetzt das Hindernis erkannt und will es umfahren. Hier ist er aber jetzt ein bisschen zu früh abgebogen in Richtung Ladestation und gegen den Ast gefahren. Dafür ist dann eben der Bumper da. Also nochmal neu ausrichten und einen weiteren Versuch starten. Immer unter kritischer Beobachtung unserer Hündin. Und siehe da, wieder ein Hauch zu früh abgebogen. Wir dachten schon, dass wir jetzt eingreifen müssen. Aber nein, der Luba hat die Aufgabe eigenständig gelöst und setzt jetzt seine Fahrt weiter fort in Richtung Ladestation. Dort angekommen, positioniert er sich rückwärts und fährt anschließend in die Garage rein. Und durch die Ladekontakte lädt der Luba nun vollkommen automatisch. Der Akku vom Luba 2, der braucht 150 Minuten, um voll zu laden und mit einer Akkuladung schafft er dann 180 Minuten lang zu mähen und in dieser Zeit schafft er 500 Quadratmeter, unabhängig vom Modell, ob es das 1000er, das 3000er oder das 5000er Modell ist. Der Unterschied bei den Modellen ist wirklich nur die Gesamtfläche, die programmierbar ist. Tatsächlich ist die Ladezeit bei dem 1000er Modell bei nur 90 Minuten. Dafür ist aber auch die Mähzeit pro Ladung ein bisschen geringer bei 120 Minuten. Auf der Mowmotion.com Seite ist auch nochmal ein super Vergleich zwischen den drei Modellen. Außerdem ist nochmal eindeutig aufgelistet, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Also bei Interesse schaut am besten einfach mal auf mowmotion.com. Einen Link zur Homepage findet ihr bei uns in der Videobeschreibung. Nun haben wir ja jetzt unsere Außengrenze schon definiert und es gibt natürlich auch Zonen, die der Rasenmäher nicht befahren soll, wie zum Beispiel eine Beetfläche oder auch ein Pool. Und so eine No-Go-Zone richten wir jetzt mal ein. So, dann geht man einfach wieder auf Karten öffnen, einfügen, Hindernisse und Start. Und jetzt navigiere ich zur No-Go-Zone.
Der Roboter schafft es, Hindernisse mit einer Höhe bis zu 5 cm zu überfahren. Wir haben hier allerdings eine alte Wurzel, die deutlich höher ist. Deswegen möchten wir um diese Wurzel herum eben eine No-Go-Zone einrichten, dass der Mäher nicht über diese alte Wurzel fährt. Dann drückt man einfach wieder auf diesen Play-Button, kann die Sperrzone umfahren. Es ist wirklich kinderleicht. No-Go-Zone Planning. No-Go-Zone Complete. So, fertig eingerichtet. Das hat jetzt wirklich 10 Sekunden gedauert, also es ist wirklich einfach. Mit dem Luba 2 lassen sich aber noch viel komplexere Grundstücke programmieren. So ein Grundstück kann bis zu 50% nur aus Hindernissen bestehen. Das heißt, wenn man jetzt einen sehr komplexen Garten hat mit viel Beetfläche, mit einem Pool, Terrassen und dergleichen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Man programmiert das einmal ein und dann ist die Sache auch abgehakt und der Rest funktioniert automatisch. Ich denke, man hört es im Hintergrund. So hört es sich an, wenn unsere Nachbarn Rasen mähen. Und so hört es sich jetzt an, wenn wir Rasen mähen. Die Maschine hat gerade mal 60 Dezibel und es hat mich wirklich überrascht, wie leise das ist. Wenn man bei sich zu Hause mehrere voneinander getrennte Rasenflächen hat, dann kann man auch das programmieren. Bei dem 3000er Modell lassen sich bis zu 20 Zonen programmieren. Die müssen dann auch nicht aneinander grenzen. Auch die Wege zwischen den Rasenflächen lassen sich dann programmieren. Und für jede Zone kann man einen eigenen Zeitplan erstellen und auch verschiedene Einstellungen einnehmen. Dann kann man zum Beispiel Zone A jede Woche auf 30 mm mähen und Zone B auf 70 mm alle 2 Wochen. Es gibt eine dreifache Hinderniserkennung, einmal über die Kamera, dann gibt es einen Ultraschallradar und eben über diesen Bumper. Außerdem kann man den Rasenmäher jederzeit über diese große Stopptaste anhalten. Eine Verbesserung zum Vorgängermodell sind die sogenannten Omni-Wheels. Die erlauben es, dass sich der Mäher auf der Stelle dreht, ohne den Rasen zu beschädigen. Mittlerweile haben wir hier unsere Rasenfläche schon zweimal komplett mähen lassen und ich kann euch sagen, unser Rasen sah noch nie so gut aus wie jetzt gerade. Wir mähen ja sonst mit dem großen Aufsitzmäher und der kommt einfach nicht in diese Vertiefungen rein, wie es eben der Roboter hier tut. Also das Ergebnis ist wirklich super, selbst bei diesem Gelände, wie wir es hier haben. Und ein großer Unterschied zu vielen anderen Mährobotern ist, dass dieser hier nicht nach dem sogenannten Chaos-Prinzip funktioniert. Das heißt, er fährt nicht so lange geradeaus, bis er auf ein Hindernis stößt, dreht wieder um und das Ganze macht er dann den ganzen Tag lang. Sondern man kann beim Luba 2 einstellen, nach welchem Mähmuster der mähen soll. Das heißt, er kann einfach nur geradlinig die ganze Zeit hin und her fahren oder auch quer, diagonal. Also da gibt es verschiedenste Mähmuster, die man eben einstellen kann, was einfach zu einem viel besseren Ergebnis führt und es ist natürlich viel effizienter, als wenn der Mähroboter jetzt den ganzen Tag kreuz und quer durch den Garten fahren muss. Wir werden es hier zukünftig so machen, dass der Mähroboter einmal in der Woche fahren wird. Der braucht dann ca. 380 Minuten für unsere Fläche hier. Vielleicht kommen in Zukunft noch mehrere Zonen dazu, weil wir noch mehr Rasenfläche haben, aber einmal in der Woche fahren zu lassen reicht vollkommen aus. Und wer Alexa oder Google Voice nutzt, der kann das Ganze auch mit Alexa oder Google Voice verbinden und darüber steuern. Wir haben das aber nicht, also für uns ist das irrelevant. Ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt in Deutschland auch mittlerweile die ersten Händler, die diesen Mähroboter vertreiben. Ansonsten läuft halt viel über den Online-Shop. Dort bekommt man auch sowas wie Ersatzklingen. Die Klingen sehen übrigens so aus. Außerdem hat man noch die Möglichkeit, im Shop ein Solarmodul zu kaufen. Damit spart man dann nicht nur Benzin, sondern auch noch Strom. Für uns ist das aber nicht relevant, weil wir haben ja die große Solaranlage. Was habe ich noch hier auf meiner Liste? Ach so, was ist denn, wenn man nicht da ist und der Mäher wird geklaut? Dann kann man das Gerät ganz einfach per GPS tracken. Also Langfinger haben schlechte Karten. Ich habe jetzt mit Sicherheit noch nicht alles erzählt, was man hierüber erzählen könnte. Deswegen wird es in einigen Wochen auch nochmal ein Folgevideo zu dieser Maschine hier geben. Wir werden da ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich von dem Roboter Zeichen oder Buchstaben in den Rasen
mähen zu lassen. Ist natürlich einfach nur ein Gag. Braucht man natürlich nicht wirklich, aber kann ja vielleicht mal ganz witzig sein. Das werden wir vielleicht mal probieren in Zukunft. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche sie natürlich zu beantworten, auch wenn ich nicht alles über die Maschine weiß. Wenn ihr jetzt diesen Mähroboter kaufen wollt, dann würdet ihr uns einen Gefallen tun, wenn ihr das über den Affiliate-Link in der Videobeschreibung macht. Wir bekommen eine kleine Provision dafür. So viel Transparenz muss auf jeden Fall sein. Wir sind auf jeden Fall wirklich überzeugt von diesem Mähroboter. Es gibt einige Verbesserungen zum Vorgängermodell. Der Preis für dieses Gerät kommt nicht von irgendwo her. Es ist wirklich alles unfassbar hochwertig verarbeitet. Es steckt viel Technologie da drin und alles in einem funktioniert auch alles wunderbar. Die App ist leicht zu bedienen. Wenn selbst wir das alles hinbekommen, dann bekommt es wirklich jeder hin. Und das Fazit ist, es war trotz unebenem Gelände, trotz Hügeln und Furchen ein Kinderspiel für den Mähroboter. Er hat sich nicht einmal festgefahren, dank Allrad. Also das Teil ist wirklich ein Mähroboter der Extraklasse. Der steht auf dem Markt einfach für sich alleine. Unebenes, anspruchsvolles Gelände, gar kein Problem. Wir können das Gerät also wirklich guten Gewissens absolut empfehlen. Es wird, wie gesagt, noch ein zweites Video dazu geben. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal. Wir werden auf jeden Fall weiter Erfahrung sammeln und ich schicke den Luber jetzt zurück in seine Garage. Start recharging. Start charging.